So, herzlich willkommen zum nächsten WoT Let's Play. Diesmal ist es jetzt gerade mal wieder von Tim oder Tiger oder Dracoon oder Dracoon oder keine Ahnung. Irgendwie alles so um Tiger, Dracoon, Tim. Alles derselbe und dasselbe. Ja, diesmal wieder vom Test Surface 7.5. Und mit einem Chena Bat-Chatillon. Oder Bat-Chatillon oder wie auch immer. Ist ja egal. Der hat jetzt eine neue Gun seit der Version 7.5. Ja, wir werden es wieder immer noch der Test-Surfer. Und unsere Bilder pro Sekunde sind jetzt schon wieder relativ weit unten. Sollte doch anders sein. Ja. Sechster Sinn, wie man sieht. Wenn man aufgescoutet ist oder anvisiert wird, dann kommt immer so ein kleines, schönes, nettes Auge. Und da kommt das nächste gleich ein Bat-Chatillon. Bat-Chatillon oder Bat-Chat, wie auch immer. Ja, diese großen gravierenden Änderungen gibt es erst ab 8.0. Dann so mit springenden Fliegenpanzern, wo es eigentlich halt dann irgendwie so, ja, mehr oder weniger die Panzer dann springen können. Also sprich, die fahren über den Hügel drüber oder über eine, ja, kleine Unebenheit und springen halt das ganz weit. Ja, und so die Maps verändern sich dann noch, also soll alles ein bisschen weniger Leistung brauchen, alles ein bisschen weniger ruckeln, vor allem bei Aufnahmen und so. Gut, offiziell ist nicht, aber ich gehe davon aus. Und die Grafik wird halt schöner und ja. Wie man allerdings das komprimieren kann und doch besser machen kann, ist mir zwar ein bisschen rätselhaft, aber naja. Neuen Physics werden auf alle Fälle sehr geil. Ja, also Tim, der spielt Test-Surfer, auch WoT Offi, so ziemlich eigentlich alles. Ja, im Offi hat er schon ein paar Achter, einige 7er, 6er und so. 4, 7, 4, 6. Ja, ob er jemals zu dem ordentlichen 10er kommt im Offi, fraglich. Das ist teilweise für ihn schon auf Test-Surfer schwer. Na, er mäht einfach wieder alles um, so. Ist egal nach dem Motto. Was ist der gerade nur wieder macht? Immer vorwärts oder rückwärts? Zwar nur zwei Gegner da, aber naja. Okay. Oder doch nicht? Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Keine Ahnung, wieso rückwärts, vorwärts geht schneller oder so. Aber nein. Wahrscheinlich spiele ich gerade mit der IS-3, so wir hatten uns vom schwarzen Mann oder so. Soweit ich weiß, ich stand das, glaube ich, übrigens sogar durch diese komische Legende von Slenderman, der irgendwie zu Enderman umgetauft wurde und ja. Wie gesagt, alles nur eine Legende. Erwischt! Lol. Wir haben sie voll erwischt! Ja, Tim, ja. Kein Lacker, nein. Also, wenn ihr Wünsche habt, was man für einen nächsten Test-Surfer, der Version 8.0, so für welche Panzer Let's Playen könnte, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine persönliche Nachricht. Und, ja. Sollte jetzt irgendwie, beziehungsweise irgendwer, ja, was war das? Irgendwelche anderen, ja, Wünsche haben oder wie auch immer, einfach in die Kommentare schreiben.
Unser Ziel ist das eigentlich mehr oder weniger so, ja, vor allem Free-to-Play-Spiele, also für die man jetzt nicht wirklich unbedingt am Anfang schon Geld ausgeben muss, beziehungsweise gar nicht, zu Let's Playen. Also jetzt keine so Spiele ab 16, ab 18 legen wir jetzt eigentlich weniger Wert drauf, weil wir denken uns halt einfach, es soll jeder spielen können, der wo sieht, einfach schnell downloaden und ja, gleich auch spielen. Das ist auch. Also das ist eigentlich auch so ein Grund, wieso wir halt unsere Spieler ab 12, also ab 6, ab 12 oder ja, sowas halt spielen. Heißt nicht unbedingt, dass sie schlecht sind. Ich meine, Minecraft hat ein paar Millionen Spieler oder LOL hat ein paar Millionen Spieler und es ist nicht ab 16 oder ab 18. Aber es ist auch geplant, dass wir vielleicht früher oder später irgendwann mal so, ja, Spiele wie von euch schon gewünscht wurden, wie von Berthastal, vielleicht mal Nightmare House 2 oder irgendwie sowas das Plan werden. Zumindest so ein paar kleinere Folgen. Vielleicht auch mal GTA 5 oder so. Ja, steht noch in den Sternen. Ja, mich würde gerade interessieren, wie warm es bei euch jetzt ist. Bei mir hat es gerade so vor 33 Grad so. Laut der Temperaturanzeige im Auto. Also Außentemperatur. Gegnerisches Fahrzeug Leute, ausgeschaltet. hat schon 5 Kill. Ja, mich würde interessieren, wie warm es bei euch ist. Bei Tom ist bestimmt noch wärmer. Der ist gerade im Urlaub in Eine Italien. unserer Ketten wurde getroffen. Und ja. Der hatte, glaube ich, über 35 Grad oder so. Im Wanderurlaub. Ja. Bin ich mal gespannt, ob Tom noch den sechsten Kill holt. Also, bevor er mir das Video geschickt hat, habe ich das auch nicht angeschaut oder so. Ich bin jetzt selbst überrascht, sehr schon gespannt. Also, 5 Kills hat er schon ziemlich nice. Für ein Medium, Respekt. Ja, bin mal gespannt, ob er den sechsten holt. Oder ob überhaupt wenn sechs kriegt. Weil die gehen ja als Captain und so. Russisch sprechen wäre teilweise echt schon praktisch. Und nach sechsten Krieg hat das nicht was. Eher nach 5. Ja, und dann verabschieden wir uns schon wieder, wollte ich gerade sagen. Ich mich. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Minecraft oder WoT Let's Play.